Hi, ich bin euer Stefan von Vegane Zeit und heute geht es um ein Produkt. Ich mache jetzt extra ein Video dazu, weil ich bei Instagram sehr, sehr oft gefragt wurde, wo man das bekommt, was das ist, und zwar Kürbisketchup. Ich stelle es mal scharf, wenn ich es hinbekomme. Könnt ihr es lesen? Ja. Dann kann ich euch auch mal die Zutaten hier zeigen. Es gibt natürlich verschiedene Marken. Dieses hier, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Machen wir mal ein bisschen das Licht weg. Die Zutaten sind natürlich nicht so der absolute Renner. Also ihr dürft es jetzt nicht so als 100% gesund betrachten. Aber wir sind ja keine Mönche. Wir leben ja nicht Abstinenz. Na komm, stell mich scharf. Hallo, hier bin ich. Ja, wird schon werden. Ihr hört mich ja trotzdem. Da ist natürlich leider Zucker drin. Zum Glück ist es wenigstens Rohrzucker. Das ist ein Tick besser als normaler Zucker. Aber ist trotzdem raffinierter Zucker. Also Rohrzucker, Vollrohrzucker ist trotzdem raffinierter Zucker und ist auch nicht gesund. Die Stabilisatoren, was da drin sind, ansonsten ist da eigentlich nichts Schlimmes mehr drinnen. Weizenstärke vielleicht höchstens, aber die ist sogar glutenfrei. Agavendicksaft verwenden sie, warum sie auch Rohrzucker verwenden, weiß ich nicht, vielleicht zum Kristallisieren. Aber das Zeug schmeckt super lecker. Dieses Bio-Gourmet hier habe ich von Kaufland. Kostet leider ein bisschen was, ich glaube 4,60 oder 4,90 ein so eine Flasche. In dem Fall, ich sage das ja oft, aber es hält sehr lang. In dem Fall ist es leider nicht so. Diese Flaschen halten nicht sehr lange. Bei mir sind die schnell weg. Man macht immer ein bisschen was rein ins Essen. Aber gut, wenn man jetzt mal hochrechnet, man macht sich eine Mahlzeit, macht so ein bisschen was rein, hält vielleicht 3-4 Mal, obwohl für 5-6 Portionen hält es locker mal. Da kommt ein Euro dazu. Wenn es hochkommt, ein Euro, dann seid ihr halt statt bei 3 Euro pro Mahlzeit, seid ihr halt dann bei 4 Euro pro Mahlzeit. So sehe ich das halt eben. Ist immer noch wesentlich billiger, als essen zu gehen. Von daher ist das auch so ein kleiner Luxus für mich. Ich denke mal, es gibt es bei Amazon auch. Ich verlinke es einfach unten mal. Da könnt ihr auch mal die Preise vergleichen. Lucky Vegan verkauft die auch. Dadurch habe ich das kennengelernt von Lucky Vegan. Verlinke ich euch auch unten direkt zu Lucky Vegan. Die Preise dürften sich, glaube ich, alle nichts nehmen. Also sind alle so in dem gleichen Preissegment. Von Lucky Vegan ist das, glaube ich, eine andere Marke. Man schmeckt aber kaum einen Unterschied. Also ich habe den Unterschied jetzt nicht gemerkt. Wahrscheinlich, wenn man direkt vergleicht, merkt man einen Unterschied. Aber so auf die Schnelle merkt man dann keinen großartigen Unterschied. Was halt eben gesund ist in dem Fall ist, weil Hokkaido-Kürbis drinnen ist. Das sind 72% Hokkaido-Kürbis drin. Ich denke mal, bei dem von Lucky Vegan oder bei anderen ist das auch so. Ich habe den, glaube ich, noch mal bei Rewe mal gesehen. Nicht jeder Rewe hat die. Die haben so eine Bio-Ecke. Bio-Rewe, glaube ich, sind das. So gewisse Regale. Da war das Kürbis-Ketchup auch mal mit drinnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch dieses Bio-Gourmet war oder ob das jetzt von Rewe die Marke war. Also ihr müsst einfach mal gucken, ab und zu findet man das auch wirklich in diesen Bio-Ecken. In den normalen Ecken, glaube ich, findet man das jetzt aktuell noch gar nicht. In so kleinen Supermärkten, die keine Bio-Ecke haben, findet man das nicht. Alnatura hat, glaube ich, keinen. Also bei DM gibt es den auf jeden Fall nicht. Ihr müsst einfach mal gucken. Kaufland hat das definitiv. Ansonsten könnt ihr es im Internet bestellen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.